So, aktivieren. Aktivieren. Das Chaos-Tor versorgt die Monster mit Energie. Was du nicht sagst. Du kannst deine Ordnungsmagie einsetzen, um es zu zerstören. Beeil dich, die Verstärkung des Chaos ist auf dem Weg. Ja, ja, ich mache schon. Hat es schon gemacht? Oh. Okay. Ich habe Zero nicht wegen der Altäre gefragt. Was, wenn er sie nicht benutzt? Wie Michelle und alle anderen Menschen. Ohne ihre Hilfe könnte er sterben. Wie konnte ich das nur vergessen? Ja, ja, ihr hattet ja auch nicht ganz so viel Zeit miteinander, ne? So. Die Rage wird beim Einsatz von Magie nicht vollständig verbraucht. Das klingt, glaube ich, so langsam nicht ganz so verkehrt. Ich glaube, das mache ich auch. Also langsam die weiteren Fähigkeiten sind mir halt doch schon so ein bisschen fast egal. Ja. So. Warum wenden sich die Ätherwächter nicht gegen den General? Wegen der gewaltigen Größe der Chaosarmee und weil die Ätherwächter ihren Tempel verloren haben. Das bedeutet nämlich, dass es keine neuen Krieger für sie gibt. Sie achten auch sehr darauf, nichts Unnötiges zu tun. Und da sie unsterblich sind, haben sie unendlich viel Zeit zu warten. Aber worauf? Auf den besten Zeitpunkt. Was für einen besten Zeitpunkt? Und wer ist Paul? Diese törichten Ätherwächter müssen einen Angriff planen. Bereitet sofort die Verteidigung des Tempels vor und haltet die Fremden um jeden Preis auf. Ja, Meister. Okay. Okay. Wow. Er schießt auf mich. Schweinerei. Kraft auf ihn selbst um. Nimm ihm die Kanone ab. Sagst du so einfach. Noch viel zu tun. Oh, ist es denn eine Possibility? Na gut, dann machen wir das halt nochmal hübsch. Einfach mal, weil es kann. Oder muss. Ja, ja, die Fremde. Die Fremde ist eine gute Isse. Er schießt auf mich. Ja, ja, und er würde es wieder tun. Alter. Ich einfach zu nichts komme hier. Hier gibt es wohl noch viel zu tun. Alter. Ja. Das ist ziemlich witzlos gerade. Das geht auch besser. Ich sag das nicht nur, das ist auch so. Ja, ja, die Fremde ist schon da. Und schießen macht keinen Sinn. Alter. Dauer eingefroren hier. Hier gibt es wohl noch viel zu tun. Hurra, es funktioniert. Alter. Ich brauche Nil. Hast du schon gesagt, Nil brauche ich, brauche Nil. Ja, kriegen wir aber die Vollheilung und Nil um drauf. Nochmal Kacke.
Nein! Oh, war aber so ein bisschen knapp. Lass mich nur so ein bisschen. Okay. So, komm, spring drauf. Oh, hat sie nicht gemacht. Ich drück mich hier zu Tode, weißt du? Wahrscheinlich gleich noch wortwörtlich. Weil wenn ich so hart drücke und mich darauf konzentriere, halt irgendwie Knöpfe zu drücken, und dann macht sie nichts. Das wäre dann natürlich ärgerlich. Ich bekomme Schaden, wenn ich da auf den Ding jetzt bin. Es ist dann schon. Oder halt in der Kill-Animation, wo ich eh mich nicht bewegen kann. Ist ja ein Träumchen. So. Mist. Alter. Direkt davor zu stehen ist eine doofe Idee. Eine wirklich doofe Idee. Kommt von mir, man merkt das mit der doofen Idee. Okay. Mist. Nochmal Mist. Heil dich doch mal. Also nicht der Gegner, sondern ich, ne? Genau. Okay. Ja, komm. Einmal heilen und immer wieder fester drauf. Und aufs Maul kriegen, ne? Ist immer gut. Jetzt nimm die Scheißkanone hier, Mann! Ist doch nicht wahr. Boah, ja. Auf ewig in einem Eisblock gefangen. Oh, mir läuft's kalt über den Rücken. Mhm. Die Wortanspielung. Wow. Okay. Ja, es ist doch nicht wahr. Dieser scheiß Aimshot hier. Ist der Wahnsinn. Alter, der hat gar nicht in meine Richtung geguckt, hat in meine Richtung geschossen, hat da. Er ist so ein Cheater. Wie er im Buche steht. Wirklich. So. Die Kanone kann ich auch nicht mitnehmen, weil wenn ich springe, ist die Kanone halt automatisch abgelegt. Ist einfach so. Okay. Dann gehen wir mal durch dieses tolle Tor. Hoffentlich hat Zero einen weniger stressigen Weg gefunden. Abwarten. In diesem Dauerfrost verstecken sich sicher interessante Dinge. An dieser Welt aus Eis hätten naja. Wissenschaftler sicher ihre Freude. Aber nur bis die ersten Monster kommen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich höre da schon irgendwelche Monster, ich habe sie nur nicht gesehen. Kommen wahrscheinlich aus irgendwelchen Eisbrocken hervor. Ja, das ist ja eine schöne Höhle. Oh!
Durch Zufall. Magische Schwerter. Durch Frostzauber bedingte Schäden. Ja, nee, wir bleiben bei durch schwere Treffer. Ich habe nicht vor, jetzt hier weitere Frostschäden zu machen. Wobei, was wir machen könnten, wäre, falls wir genug Zeug haben für Feuerschaden. Durch Feuerzauber. Was haben wir hier? Feindliche Frostangriffe bewirken weniger Schaden. Das klingt grundsätzlich nicht verkehrt in dem Fall. Was haben wir hier noch? Die Rage erholt sich nach Erhalt von Energiepunkten nicht vollständig. Ja gut. Schöner Ring ohne spezielle Griffe. Erweitert den Wirkungsbereich von Feuermagie. Ah, wir lassen das hier. Okay. Ja, ihr habt ein Schild. Ihr seid tolle Typen. Richtig tolle Typen. So, komm. Weg mit dir. Der nächste bitte. Auch der ist weg. Sehr schön. So viele Krieger sind hier auf furchtbare Art gestorben. Von einer Sekunde zur anderen sind sie zu Eis erstarrt. Tja, stell dir vor, das bist du auch zwischendurch. Und du hast dich rausbefreit. Diese Zombies sind nicht so einfach umzubringen. Du musst nach etwas Wirkungsvollerem Ausschau halten. Oh. Heißt das, ich muss sie zu Staub zermahlen? Wenn du meinst. Aber warum sind die denn jetzt nicht ganz so toll? Sie sicher aufhalten. Ich kann versuchen, die Monster in die Mitte des Feldes zu locken. Ja, das kannst du tun. So. Das scheint relativ gut geklappt zu haben. Sehr schön. Ich denke, das Portal ist ganz in der Nähe. Also, ohne dich und die Altäre hätte ich es niemals bis hierher geschafft. Das stimmt wohl. Ich verstehe es immer noch nicht. Warum können die Menschen die Kraft der Altäre nicht so nutzen wie ich? Weil du besonders bist. Ich weiß es nicht, Ayumi. Du bist die Auserwählte. Vielleicht haben sie Angst. Oder sie sind nicht so gut wie du. Oder beides. Ich weiß, du machst dir Sorgen um Zero. Zero hat mir alles beigebracht, was er weiß. Ich bin sicher, dass er es schafft, hier wegzukommen. Wenigstens eine hier, die zuversichtlich ist. Brücken. Warum bauen sie nicht etwas, das sicherer ist? Damit man eine Cutscene hat, wenn der Brücke die einstürzt. Du bist zu weit gegangen, Ayumi. Der General wird dich nicht verschonen. Doch er bereut es, eine solche Kriegerin zu verlieren. Er hat uns ermächtigt, dir ein großzügiges Angebot zu unterbreiten. Schließ dich den Streitmächten des Generals an, Ayumi. Und wenn ich nicht mitspiele? Dann haben wir das Recht, dich auszulöschen. Wie beeindruckend. Aber was eure Befugnisse angeht... Na, ich weiß ja nicht. Wow. Wow. Ja, da war ein Loch in der Brücke. Hätte man vorhersehen können. Hätte Fahrradkette. So. Kann ich da jetzt nicht einfach irgendwie auf die andere Seite gehen hier? Und sagen, hey, listen, hey. Na gut, hier ist eine Barriere. Ja gut, das war zu erwarten. Wo ist jetzt mein Gegner? Ich höre ihn, ich sehe ihn nicht.